Hallo, wir sind von Etage TV. Wir stellen euch heute die Tanzgruppe Tereguva vor. Die Ulmer Tänzer von Seitenspringer und die Gruppe Taxi Water. Noch mehr Musik gibt's bei Billiakistic and Bristic Orchestra. Viel Spaß. Tschüss. Our team, it's an old traditions in our locality. Our grandparents danced in this, and these costumes are very old. They were our grandparents. The people have between 14 and 15 years old. Wie oft trainiert ihr in der Woche? We train every day. Between school and the home activity, we have time for the dance. Welche Bedeutung hat euer Tanz? It's our life. We dance for pleasure, for relax, for all, for we, because we love this, we live for this. In this dance is our heart. Die Muskelsprache des englisch-amerikanischen Business-Lingo ist angekommen. Alles ist superlativ, alles ist non-stop, alles ist das Beste. Amerikanisch ist number one, Englisch ist all okay. Taxi water, free travel, non-stop change, Marlboro, come in, best erotic massage in Bucharest, 110 girls non-stop, we speak your body language. If you don't know my name, you can call me baby. Ein schrottgefahrene Welt steht mir vor Augen, in der die Räder zum Stillstand gekommen sind und es elektrisch. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das so vorzutragen? Bei einer Probe hat er einen Text gelesen und ich habe dazu mein Instrument gespielt, das Cello. Und dazu auch noch ein bisschen Elektronik verwendet, so wie ich das heute auch gemacht habe, so wie ein DJ ein bisschen Klänge dazu ablaufen lassen. Und wir haben gemerkt, dass uns das sehr großen Spaß macht und dass das ganz gut klingt und dass die Leute uns auch zuhören. Dass man also da Dinge erzählen kann, die man manchmal mit der Musik untermalt und mit der Musik noch spannender machen kann, dass die Leute einem dann ganz gerne zuhören und auch dem Text mehr zuhören als sonst. Was inspiriert Sie am Tanzen von internationalen Tänzen? Es ist einfach die Internationalität. Das heißt, man lernt unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Völker kennen. Jedes Land hat unterschiedliche Rhythmen, unterschiedliche Ausdrücke. Und das ist einfach faszinierend, durch Tanzen die ganze Welt kennenzulernen. Und man muss einfach sehen, wenn man Tänze aus fremden Ländern kennt und lernt,
Ja, dann kann man auf solche Länder auch nie böse sein. Man schließt Freundschaften mit allen. Ihr seht, auch mit grauen Haaren kann man immer noch Spaß am Tanzen haben. Das hört nicht so schnell auf. Ich hoffe wenigstens.